Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Wieder in unserem Dreamland, in der Expressive Upgrade Kolonie. Und ja, die heutige Folge wird ganz im Zeichen des Espresso stehen. Wir haben nämlich hier unter Station, nee, stimmt gar nicht, unter Möbel, die Espresso-Maschine. Und die wollen wir heute bauen. Wir müssen dafür aber ein paar Sachen vorbereiten. Wir brauchen zum einen Pinscherpfeffernüsse. Davon haben wir in der Regel einen ganzen Schwung. Wir brauchen Wasser, 1000 Gramm pro Nutzung. Was nicht viel klingt, aber dann doch recht viel ist. Und ja, deswegen werden wir da ein bisschen was zu vorbereiten. Hier soll der Standort werden in diesem Raum. Wir werden vielleicht sogar mehr als nur eine davon bauen. Und ja, ich würde sagen, wir starten erstmal damit, überhaupt die Grundmauern dafür zu bauen. Und angedacht ist, wie gesagt, hier. Wir werden die Tür dafür hier bauen. Ja. So, jetzt brauchen wir Wasser. Ich habe erst überlegt, das Wasser hier rauszunehmen. Habe mich dann dagegen entschieden und mir überlegt, wir können auch dieses Wasser nehmen, das verschmutzte. Hier werden wir einen relativ kontinuierlichen Nachschub haben an verschmutztem Wasser und müssten hierfür allerdings dann auch noch einen Tank erstmal bauen. Damit machen wir dann mal weiter, dass wir hier erst freigraben, dann hier den Boden für diesen Tank einzuziehen. Außerdem würde ich dann in dem Zusammenhang auch hier, aber das können wir auch ja eigentlich so machen, das direkt bauen. Genau. Dann wird das frei. So, das eigentlich auch schon direkt. Und hier eine Leiter rein. Alles mal bitte mit 7 und dann machen wir es ein bisschen schneller. So, was mir aufgefallen war, hier pumpen wir relativ viel Sauerstoff raus. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, deshalb müssten wir hier irgendwo, Frage ist nur wo, vielleicht hier, ja, einen Gasfilter dazwischen setzen. Ja, der kommt dann hier hin. Können wir hierher verbinden. Filtern den das Erdgas raus und lassen Sauerstoff da rein. So haben wir es dann recht einfach erledigt. Und hier nur die Leitung noch zusätzlich zerlegen. Jo. Dann hätten wir das Problem hier nämlich auch schon mal gelöst. Interessant, wie der durch hier durch da gerämt. Gedächtnis wird auch immer schlechter. Ich weiß noch, dass ich diese Ölraffinerie umbauen wollte, um mir was anderes hinzubauen. Ich weiß aber nicht mehr, was ich bauen wollte. Schlechtes Gedächtnis. Ich muss mir das letzte Video nochmal anschauen, bevor ich das nächste aufnehme, damit ich mich wieder daran erinnern kann, was das gewesen ist. So, hier hinten machen wir direkt auf 7 Stellen. Brauchen wir dann natürlich auch noch eine Leiter. Kann dann weg. Hm.
weiß wirklich nicht mehr, was das war. Vielleicht fällt es mir gleich noch wieder ein im Laufe des Videos. So, die Wasseraufbereitung hierfür. Machen wir vielleicht hier. Ist ja eigentlich ein ganz guter Standort. Zerlegt werden. So, der Tank ist fertig, das heißt, können wir eigentlich alles freigraben. Hier kommen wir dann mit der anderen Leiter ran. Ja. Leimtechnisch. Na gut, der wird ja gleich alles verarbeitet, was wir hier so haben. So, jetzt stellen wir den. Das habe ich auch schon die ganze Zeit vergessen. Keramik haben wir nämlich irgendwie 28 Tonnen. Jetzt stellen wir das mal auf veredelten Kohlenstoff. Damit wir später auch ein bisschen Stahl herstellen können. Suche ich gerade nochmal eben. Was Kohle ist aber scheinbar Mangelware. Ist ein bisschen. Hier ist was. Hier auch. So. Dann lassen wir es mal als Mangelware. So. Wasser ist keimfrei, allerdings muss der Schleim hier noch raus. Ach ja, ich wollte hier, jetzt weiß ich es auch wieder, ich wollte hier eine vernünftige Schleuse bauen, das war das. Hier geht's runter jeweils. Und dann können wir die auch deaktivieren. Logisch war, was ich hier gemacht habe. Ich habe 5 Stück, die jeder 2 Kilogramm brauchen. Das heißt, 10 Kilogramm, die kriege ich durch die Leitung durch. Bräuchte dafür aber 2 Erdölraffinerien, die das Ganze versorgen. Aber vielleicht schließen wir die nicht so an, sondern eher. Dieses Video widme ich über übrigens Burkhard und Kerstin und allen anderen, die lieben, wie ich Rohre baue. So, dass wir das hier dann nämlich alles wieder wie gewohnt anschließen. Der Wasserstoff, ja, alles gut. Den muss ich jetzt stellen auf Erdgas.
Automation. Wieder ein Gitterziegel einbauen, dann können wir nämlich auch die Stromregulierungsstation nutzen. Hier, ihr hattet mir es auch in die Kommentare geschrieben, das ist tatsächlich wohl so, dass der Wasserstoff nicht verbraucht wird. Aber wir kriegen es auch hier trotzdem nicht vernünftig runtergekühlt. Da muss ich mir also noch was überlegen. Vielleicht noch ein paar Spaghetti-Leitungen auch. Aktiv nur bei über 1000 Gramm. Gut, jetzt wollte ich hier eine Schleuse bauen. Zerlegen. Die Tür auch. Dann können wir nämlich hier oben eine neue Tür einsetzen. Und hier unten zwei neue Ziegel. Diesen hier stellen wir auf Wasser. Autoabfüllung aktivieren. Die beiden kann man schon mal bauen. Da kann auch noch ein Ziegel hin. Okay, so unsere Espresso-Maschine. Wir brauchen also hier eine Flüssigkeitspumpe. Dann brauchen wir Leitungen.
hier hoch geht. Ich wollte das, genau, dort wollte ich das ja auch bauen, das passt. So, Rohrbrücke. Nummer 1, Nummer 2. Ist egal, wir lassen das so. Das ist jetzt ein bisschen blöd für die Erdölleitung, die wir hier eigentlich noch hochlegen müssen, aber da machen wir uns dann Gedanken drüber, wenn es soweit ist. Hier würde ich ganz gerne auch noch eine Verbindungsplatte einbauen, damit wir hier unten Strom runterkriegen. So. Und dort eigentlich gleich, ne? Nämlich hier eine Pumpe, dann wollen wir nämlich hier nochmal was ändern gleich, dass wir das Petroleum immer erst von hier rausnehmen. Dann kommen wir nämlich doch wahrscheinlich lange Zeit erstmal mit einer Ölpumpe klar. Ja. Noch eine Flasche, dann haben wir hier genug. Dann irgendwie nicht ganz funktioniert. Jetzt können wir den zerlegen. Bauen. So, hier oben machen wir dann ein Granitziegel. Türen. Wir graben das Ganze frei und dann ruhig mittig hier rein Flüssigkeit. Eingang. Ups. Ausgang. Hier hoch und dann müssen wir nachher nur noch die Espresso-Maschine hier mit anschließen. Oben. Oh, da können wir ja noch locker mit rangehen hier. Dann kommt auch hier nämlich eine Pumpe rein. Die Rohrbrücke wird zerlegt. Bauen wir hier mal ran. Jo. Können wir nämlich alle
alle fünf aus diesem Tank hier versorgen. Dann hier oben. Ja, perfekt. So, das gefällt mir so gut erstmal. Das hier ist fertig. Er muss noch ein bisschen höher gesetzt werden, damit wir die Filterflüssigkeit bekommen. Espressomaschine Nummer 1. Bauen wir ruhig hier hinten. Dann die Leitung. Hierher. Strom braucht ihr auch noch. Wir hatten ja hier ein Leiterkabel, das noch nicht an der Grenze ist, aber wir sind an der Grenze von unserem Eisen. Ja. Fließt nicht genug Wasser ab. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Die Toilette wird benutzt. Jetzt müsste es wieder. Oh ja, okay. Wollen wir gleich wieder Eisen herstellen. So, das ist jetzt fertig. Dann dürfte hier auch nichts anderes mehr reinkommen außer Erdgas. Was ich in den letzten Videos gar nicht gemacht habe, ich habe gar nicht nach Likes gebettelt. Dementsprechend sind es auch ein paar weniger geworden als in den Videos zuvor. Deswegen mache ich das einfach jetzt hier mittendrin schon mal. Ihr dürft gerne auf Gefällt mir drücken. Ihr helft mir damit, tut mir einen guten Gefallen und ja, euch schadet es ja eigentlich auch nicht, oder? Wehtun tut es auch nicht. Leitung gefunden, die man dann bei Gelegenheit auch mal fertig bauen darf. Okay, machen wir hier mal eine 8 raus, das schnell erledigt wird. Was machen die Keime? Hier ist nach wie vor was, aber unsere Kolonie sieht hervorragend keimfrei aus. Oh, okay. Ist nur noch eine. Okay, der ist noch recht jung, aber der verhungert. Die wachsen nicht, weil es entweder zu kalt hier drin ist oder zu wenig Sauerstoff. Zu warm oder zu wenig Sauerstoff. Wie lösen wir das Problem schnell? Das ist also warm, das ist auch warm.
Hier haben wir kühles Wasser. Halt auch hier noch kühle im Grunde bis hier. Wir könnten also hier was abzwacken und hier durchleiten. Das werden wir auch tun. Spaghetti. So, wir gehen einmal hier hoch. Hier rum. Und hier rum. Was mache ich denn hier? Hier weiter. Bis hier weiter. Hier durch. Und wieder zurück. Wobei das natürlich Quatsch ist, dass ich hier gerade... wie heißen sie noch gleich? Isolierte Leitung gebaut hat. Müssen wir natürlich noch wieder rückgängig machen. So, dann haben wir das fertig. Das eine Rohr hier. Dann legen wir gleich mal schnell. Material für Radiator und dann brauchen wir einfach für den Moment Rohre aus Obsidian, die thermisch reaktiv sind, normal. Das hilft wahrscheinlich auch schon ein ganzes Stück weit. So. Wir warten, bis die zerlegt wird. Tag beginnt. Es wird gleich jemand kommen. Ja. Das ist natürlich Wischen. Und da unten wischen wir gleich, wenn hier aufgeht. Dort. Ja, und da brauchen wir natürlich hier noch mehr Sauerstoff. Das kriegen wir wahrscheinlich am einfachsten hin, wenn auch nur langsam. Gehen wir hier einfach an zwei Stellen Gitterziegel bauen und sagen, wenn der Druck hier unten höher ist, sollte das ja klappen. Da ist ein Glanztrikot runtergefallen. Könnten wir auch mal entfangen. Also langsam müsste auch das Rohr fertig werden, weil es wird langsam knapp im Wasser. Thank you.
knapp noch vor der Nacht, glaube ich. Noch zwei Eckelemente, die fehlen. Laufen. Ja, schön. Temperaturtechnisch wird das wahrscheinlich einen Moment dauern, bis das hier einen Effekt hat, gerade weil wir keine Radiatorrohre haben. Hier läuft. Verschmutztes Wasser hier hoch läuft auch. Hier auch. Und Espressomaschine fehlt nur noch ein bisschen Stromkabel. Zyklen, okay, so schnell wird das wahrscheinlich, selbst wenn es kühlt, nicht wachsen. Ja, wir haben ja Gott sei Dank noch hier einen wilden. Also wenn den später wieder dazu. Na, jetzt möchte ich bitte fertig machen und jetzt werden wir dann das Ganze gleich beobachten, wie das erste Mal jemand kommt. Winterpfeffer noch ist geliefert. Wasser ist da. Okay, es wird Zeit für eine Pause. Die erste Statue fertig ist. War noch nicht. Ah, das ist zu groß. Okay. Dann setzen wir die Türen nochmal um. Das waren 72 und 64 war das Maximale. Dann müsste es ja so eigentlich passen. Julinator 21 ist noch nicht prädestiniert für das Bauen, würde ich sagen. Bauen 3, oder so eigentlich noch recht gut. Ah, ich hätte hier schon. Es hätte gereicht, wenn ich hier die Türen hingebaut hätte. Na egal. Na komm schon. Haben wir kein Goldamalgam mehr? Doch. Ah, perfekt. So, wir haben unseren Erholungsraum. Es darf Kaffee getrunken werden. Hat das schon jemand? Nein. Oder nicht Kaffee, Espresso. Jetzt geht's los. Der Petling ist der Erste, der freut sich auch. lecker. Vorzüglich. Da freut sich jemand. Sieht er jetzt aber traurig aus. Moral 39. Hatte einen Espresso plus 4. Wow, okay. 39 ist schon mal nicht ganz so schlecht. Luigi, die gönnt sich auch einen Espresso. Lass ihn dir auch schmecken. Ja, schön. Damit haben wir unsere Espresso-Linie im Betrieb.
Wo das Wasser hierher kommt, das sieht ja keiner, ist ja hier in der Leitung. Die freuen sich alle nur, dass es einen schönen, leckeren Espresso gibt. Ja, gut. Ja, das war's dann für dieses Video. Also nochmal die Bitte, wenn es euch gefallen hat, drückt gerne den Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke und bye bye.